Carsten, die Hochrechnung ist ja, da. Tatjana und Robin, es geht jetzt wirklich tatsächlich Schlag auf Schlag, weil die erste Hochrechnung, sie ist jetzt also tatsächlich da bei dieser Wahl für Sachsen-Anhalt. Und jetzt werden wir also sehen, ob sich der Trend tatsächlich so verfestigt, wie wir es gesehen haben. Schauen wir auf die Hochrechnung und Sie können es hier sehen. Ja, die CDU bleibt weiter vorne, ganz groß, 35,2, liegt sogar noch ein bisschen zu, wenn wir da auf die Zahlen gucken mit den Gewinnen und Verlusten. Ja, die Linke verliert sogar noch weiter, die Grünen können ein bisschen zulegen auf 6,1 nach der Prognose. Die FDP verliert leicht 6,9%, aber immer noch stärker als die Grünen. Das ist jetzt also die erste Hochrechnung, die wir hier sehen. Die CDU kann weiter zulegen und das bedeutet, Rainer Haseloff ist tatsächlich also der große Gewinner dieser Wahl. Und was die AfD angeht, ja, auch nach der ersten Hochrechnung hat die AfD noch weiter verloren. Und was bedeutet das jetzt, wenn wir auf diese erste Hochrechnung tatsächlich noch einmal schauen? Wir wollen uns die Regierungskoalition noch einmal anschauen. Und das bedeutet dann für uns jetzt auch, wenn wir dort hinüberschauen auf die Sitzverteilung, 42 Sitze sind notwendig. Die CDU absolut stärkste Kraft. Sie kann mit der SPD und den Grünen weiter regieren. Sie kann aber auch, wenn wir die Grünen rausnehmen, in der Deutschlandkoalition mit der FDP auch weiter regieren. Jetzt sogar ein Sitz mehr, 46 Sitze sogar. Und man könnte auch eine Jamaika-Koalition bilden. Auch das würde ausreichen, 44 Sitze. Also, diese erste Hochrechnung zeigt also tatsächlich den Trend. Großer Wahlgewinner scheint die CDU zu sein. Das scheint sich zu zementieren. Und dass wir auch bei den drei künftigen möglichen Regierungsbündnissen bleiben.